Helfer im Einsatz. Rund um die Uhr arbeiten Einwohner, Feuerwehrleute, THW und Soldaten der Bundeswehr unter Hochdruck, um das Schlimmste zu verhindern. Es fehlt jedoch vielerorts an Sandsäcken, Spundwänden und Pumpen. Ja, zaubern können die Helfer nicht, aber eben anpacken oder stützen, wie in Chemnitz. In Berlin machen sich 40 Fahrzeuge der Feuerwehr auf den Weg nach Sachsen. Die Not ist groß. Zeit für Vorbereitung bleibt den 170 Männern kaum. Wir haben die Situation, dass wir um 0 Uhr alarmiert worden sind, ohne Vorlaufzeit. Die Kräfte haben also jetzt die Problematik, dass sie morgen früh oder heute Morgen eigentlich arbeiten müssten. Das ist für uns also eine sehr schwierige Situation, so schnell verfügbare Einsatzkräfte zusammenzuführen. Wir haben es trotzdem geschafft. Wie nötig die Hilfe ist, zeigt sich zeitgleich in Chemnitz. Das Hochwasser steigt, die Situation spitzt sich dramatisch zu. Ein Mann rettet ein Kind aus dem Wasser. Menschen wehren sich verzweifelt gegen die Flut im Keller. Ein fast aussichtsloser Kampf, den sie nur mit einer Art Galgenhumor ertragen. Viel Wasser, wenig Helfer. Es ist traurig, dass viele Leute sich bloß hinstellen, Filme drehen müssen und Fotos machen, statt es mit einfach mit anzufangen. Die professionellen Einsatzkräfte vor Ort gelangen an ihre Grenzen. Wie hier in Dresden leisten sie schwere körperliche Arbeit. Auch der ständige Regen zehrt an ihren Nerven. Sie haben sehr häufig sozusagen die Angewohnheit, über ihre Grenzen hinauszugehen, um den Leuten zu helfen. Und damit erschöpfen sie sich selbst. Wenn man mit ihnen Gespräche führt, hat man tatsächlich den Eindruck, dass die Helfer während des Gesprächs einschlafen, ihnen die Augen zufallen. Also sie sind sehr stark körperlich belastet. Erschöpfung auch in Glauchau. Feuerwehr und Anwohner versuchen verzweifelt, das übergelaufene Wasser in die Mulde zurückzupumpen. Ein Umspannwerk droht auszufallen. Jetzt heißt es durchhalten, bis die Bundeswehr eintrifft. Und THW-Mann Hoppe verrät dazu den Männern den Zaubertrank aller THW-Helfer. Ja, da ist das THW sehr konservativ. Das, was am meisten geht, ist Kaffee und das in rauen Mengen. Das hält die Leute warm und munter. Die Kräfte der Feuerwehr und des THW kämpfen rund um die Uhr gegen die Fluten. Am Nachmittag sind die Bundeswehrsoldaten in Glauchau endlich eingetroffen. Die Lage ist weiterhin bedrohlich. Heute Abend nach der Tagesschau gibt es einen Brennpunkt zur aktuellen Lage. Hochwasseralarm, der Kampf gegen die Fluten. Um 20.15 Uhr geht es dann los. Ja, was sonst noch passiert ist, sehen Sie jetzt in unseren Kurznachrichten. Schwerer Unfall auf der A5. Ein Laster ist heute Morgen am Karlsruher Dreieck in das Ende eines Staus gerast. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass ein Kleintransporter völlig eingeklemmt wurde. Beide Insassen des Transporters sind ums Leben gekommen. Mehrere an dem Unfall beteiligte Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf. Die A5 war für viele Stunden komplett gesperrt. Gutachter versuchen jetzt, die genaue Unfallursache zu ermitteln. Explosionen in Feuerwerksfabrik. Über Stunden dringt lautes Knallen aus einer Firma im sächsischen Pirna. Pyrotechnische Materialien haben sich entzündet und für unzählige Explosionen gesorgt. Zwei Mitarbeiter wurden dabei verletzt und von Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Das Gelände wurde weiträumig abgeriegelt. Sachverständige ermitteln die Brandursache. Kindergartenkind stürzt 10 Meter in die Tiefe. Ein 5-jähriger Junge spielte hier im 3. Stockwerk dieser Kieler Kindertagesstätte. Warum er dann aus dem Fenster auf den Gehweg stürzte, ist noch nicht geklärt. Der Junge wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand ist bislang